Moinsen allerseits und willkommen zurück zu Blasphemous. Und ich darf mich jetzt übrigens hier ein ganz klein wenig an den neuen Controller gewöhnen. Denn ich habe zuvor eigentlich immer irgendeinen Controller von der Xbox 360 benutzt. Jetzt benutze ich einen von der Xbox One. Ist fast dasselbe Teil, nur irgendwie, wenn ich jetzt auf Menü gehe, muss ich gerade so ein ganz klein wenig die Taste suchen, weil die irgendwo woanders ist. Und ja, ich habe hier dieses komische Auge reingepackt, habe ich dafür den Vogelkopf rausgenommen. Naja, mal gucken, was denn hier eigentlich so ist. Was zum Geier ist das denn da bitte für eine Statue? Wait. Ist das eine Fähigkeit oder wieder ein Knochen? Unbefleckte Perle. Okay, es ist auf jeden Fall irgendein Rosenkranz-Gedingse. Einfache Perle ohne jeden Zweck. Ihre unberührte Oberfläche wurde niemals von gierigen Fingern befleckt. Ich habe etwas für dich und nur für dich allein, sagte die Zigeunerin zu einem Mönch, der seinen Esel neben ihr anhielt. Sie enthüllte einen weißen Stein von seltsamer Schönheit. Er stammt aus den schwarzen Tiefen des Meeresgrundes. Versenke dich in seine Reinheit, bewundere das unbefleckte Weiß, den jungfräulichen Glanz. Was könnte reiner sein und sich besser für deinen Rosenkranz eignen, Bruder? Keine Ahnung, irgendetwas, was mich wirklich effektiv irgendwie verbessert? Das Teil muss doch irgendeinen bestimmten Nutzen haben, oder? In meinen komplett nutzlosen Gegenstand reinsemmeln? Das macht kein... Ich nehm's mal rein. Nicht, dass das Teil irgendwie ein Fluch jetzt oder so ist. Ach so, warte mal, was? Ihr seid frei von Schuld. Hä? Ach was, warte mal. Ich weiß jetzt nicht, ob die Perle dafür dringend notwendig ist, aber... Diese Teile hießen Schuldfragmente, ne? Ich sehe jetzt auch gerade diese komischen Dinger hier, die sie wahrscheinlich Abbitte irgendwie darstellen sollen. Das Teil, was ich quasi immer wieder aufsammeln muss, weil sonst meine Inbrunst da oben leer ist. Oder beziehungsweise immer weniger wird. Ich kann damit einfach mal eben ohne Probleme... Hier sollte ich lieber nicht runtergehen, weil da erwartet mich der sichere Tod. Hier kann ich ohne Probleme einfach mal eben sämtliche Schuldfragmente auflösen. Cool. Sehr cool. Das kann nützlich sein. By the way, ich habe übrigens, bevor ich das Spiel gestartet habe, gesehen, dass ich das Spiel offenbar schon zu 13,5% durchgespielt habe. Das verwirrt mich etwas. Dann scheint das Spiel hier nicht unbedingt groß zu sein. Oh, okay, das geht nicht. Haha, aber ich sehe dafür Gesundheit. Und ich bin wieder fast tot. Fängt ja gut an. Warum hast du da einen Toten... Bist ja Tote, du? Netter Hintergrund da übrigens gerade. Welche Taste war nochmal, um die Pulle sich ins Gesicht zu kloppen? War das die Y-Taste? Ah nein, LB. Okay. Ich habe schon vergessen, wie die Tasten hier waren. Hi. Okay. Halt mal deine Griffe bei dir, ja? Ciao, auf Nimmer wiedersehen. Was war das denn für eine merkwürdige Statue da? Och, nicht schon wieder so ein oller Glöckner. Ich bräuchte irgendeine Fähigkeit für meine Inbrunstsachen, die irgendwie nicht am Boden wiederum entlang gehen. Lass mich in Ruhe! Du hast mich natürlich erwischt, ist klar. Oh nein, ich bin tot. Oder fast nicht. Lass mich hoch, bitte. Na ja, klar. Wind. Ciao, ich muss weg. Oh nee, das ist ja so einer. Ich habe vergessen, wie ich den... Wie mache ich den Angriff nach unten nochmal? Ah, okay, gedrückt halten. Wie mache ich nochmal Inbrunst? Okay, gegen den ist das aber gar nicht mal so uneffektiv.
Gegen den Gegner da an der Wand ist der gar nicht mal so uneffektiv. Das ist nice. Was ist denn da? Natürlich noch so ein Glöckner. Und hier muss ich offenbar wohl mit dem Wind nach rechts springen, schätze ich mal. Ich gehe lieber nach links. Ach ja, klar. Es war so klar, dass da jetzt einer ist. Ja, dann nehmen wir halt den sicheren Tod. Nein, du machst nicht deinen komischen Sprint. Oh, da ist ja noch einer. Der hat mich natürlich getroffen, weil ich in seiner Hitbox war. Das ist nicht schön. Ich hoffe mal, das funktioniert wirklich. Ich sollte vielleicht erstmal auf die Map gucken. Unter mir gibt es keinen Raum, so wie das aussieht. Das ist einfach nur Abgrund. Mann, ich will da an der Wand sein. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, aber ich versuch's einfach mal. Hat auf jeden Fall funktioniert. Was ist denn der Schönes? Leeres Gallegefäß. Oh, geil. Ist das jetzt etwas... Nein, es ist etwas, was ich hier wirklich als Questgegenstand mitgenommen habe. Aber wo muss ich das denn abgeben? Gefäß aus Kristall und Gold, in dem die heilige Galle verwahrt werden kann, die aus den klagenden Brunnen strömt. Ach, das soll ich bei dem komischen Peter Heinzi da abgeben. Dem merkwürdigen Brunnen, wo der Salpeter-Gedöns da war. Die Rom-Dimension. Ich habe keine Ahnung, wie ich die benennen soll. Ich weiß nicht mal, was das da eigentlich ist. Ich weiß nur, dass ich plötzlich in irgendeiner komischen Welt war. Nein, ich will doch nicht... Okay. Wenigstens habe ich das olle Fläschchen. Was ich theoretisch auch mal eben direkt abgeben kann. Ja, geilo. Da hat sich das Sterben ja gelohnt. Ich hoffe doch wirklich jetzt mal sehr, dass ich das hier abgeben soll. Dachchen, ich hab ne Pulle. Kannst du mal die voll machen? Wie, ich soll dir das Leichentuch geben? Hä? Warum? Behold the linen cloth that soaks the sweat of fevers, of thoughts, of dreamt sins. A tool that obtains secret and forbidden confessions, even from those who already departed to the other side of the dream. In the name of the High Wills, I bless this relic. Watch over it, for it is now pure and sacred. Toll, Leichentuch der geträumten Sünden. Rüstet Reliquien aus, um eure Wahrnehmung der Welt zu ändern. Jede Reliquie besitzt besondere, einzigartige Effekte. Ihr könnt bis zu 3 Reliquien gleichzeitig ausrüsten. Okay. Ja, und was ist mit der komischen Pulle da? Und warum zum Geier habe ich da eigentlich Galle drinne? Bring me anything that can be blessed, so you might crush this fate of mine and let me cross to the other side of this false dream. Okay. Das bringt mich aber jetzt überhaupt nicht weiter. Ich habe keinen Schimmer, wo ich jetzt mit dieser komischen Pulle hingehen soll. Aber hey, ich habe das komische Leinentuch oder Leichentuch. Auf jeden Fall diesen komischen Lappen da irgendwie gesegnet. Ach stimmt, genau, warte mal. Was genau macht es denn? Gelbliches Lein, Zeuge fiebriger Bekenntnisse. In Gegenwart gequälter Seelen erzittert es immer noch. So kann man jenen lauschen, die nicht länger sprechen können. Ist das jetzt derselbe Text? Ja, das ist derselbe Text. Okay. Heißt das, ich kann jetzt theoretisch mit den Toten reden, oder wie, oder was? Ne, hier kann ich auch nichts machen. Ich habe keine Ahnung, wo ich mit der komischen Pulle hingehen soll. Sehr strange. Wait a second. Warte mal. Warte mal. Von Schuld gezeichnete Perle. Perle, die die Schuld ihres Trägers aufgenommen hat. Der Makel in ihrem Inneren mag für das Auge kaum sichtbar sein, aber die Kälte ihrer Oberfläche lässt keinen Zweifel zu. Sie in eurem Rosenkranz zu tragen, verhindert die Ansammlung von Schuld.
in der Welt, wenigstens solange die Perle sich einen Teil ihrer Reinheit erhält. Ach, und wenn ich jetzt da zu diesem einen Typen da wieder hingehe, kann ich das Teil reinigen? Nee. Ist nicht. Liegt dann jetzt meine Schuld irgendwo rum? Und ich muss sie erstmal aufsammeln, damit ich dann quasi die Perle wieder reinigen kann oder wieder erstrahlen lasse in ihrem Weiß? Oh, warte mal. Ich kann mit der Leiche irgendwas machen. Es ist jetzt ganz nah. Die weinenden Gesichter aus Eis künden von der Nähe des Klosters. Sie künden von den Schmerzen, die im Inneren seiner Mauern erwarten. Ich kann nicht so schnell lesen! Toll! Damit ich auf den Gipfel gelangen kann, wo ich als Schwester des goldenen Antlitzes wiedergeboren werde. Das ist ja schön. Habe ich mehr von dir bekommen? Natürlich nicht. Aber ich kann mit Leichen reden. Das ist das Tollste. Die Spielen des Sixth Sense. Offenbar. Nur, dass ich wiederum nicht Tote sehen kann, ich kann mit ihnen reden. Wobei, konnte der Junge mit den Toten auch reden? Ich weiß nicht mehr. Hier, kriegst meine Inbrunst. Nein, das war eine Pulle. Das war ein High Five ins Gesicht. Ich habe gar keine Inbrunst. Ja, toll. Da willst du irgendeinen Angriff machen, um den mal eben schnell zu killen? Spiel sagt ja, lad erstmal deine Inbrunst auf, dann reden wir nochmal drüber. Ach ja, ja, la, la, la. Da wäre ich fast schon wieder gestorben. Ich sollte dann denken, dass das Spiel, ja, so ein bisschen auch wie Dark Souls ist oder Bloodborne. Ich also nicht unbedingt so durch die Gegend rennen sollte, zu meiner eigenen Gesundheit halt. Nein, ich bin gleich tot. Ich sollte den lieber killen. Ich brauche dringend mehr Gesundheitspullen. Und selbst wenn ich die maximale Anzahl an Gesundheitspullen hätte, hätte ich immer noch zu wenig. Ich bin ja schon wieder fast tot. Wo sind meine Schuldfragmente? Okay, die sind auf jeden Fall nicht hier. Dann habe ich gerade keine Ahnung, wessen weiteren Nutzen ich gerade von dieser komischen Perle eigentlich hier habe. Habe ich die jetzt? Ach, verdammt, ich habe vergessen, dass der ja respawnt. Habe ich jetzt die Perle komplett aufgebraucht und die ist jetzt einfach nicht mehr nutzbar oder wie oder was? Hätte ich die überhaupt nutzen sollen? Oh, okay. Ich bin mir nicht sicher. Komm mal runter, Glöckner. Schön, dass ich dich durch die Wand angreifen kann. Da oben ist garantiert kein Speicherpunkt. Absolut nicht. Ich sollte vielleicht lieber mit dem Wind springen. Oh, okay. Hätte doch ohne geklappt. Ist hier gar kein... Der Raum ist leer. Oder nicht leer, aber... Hier ist nicht mehr. Ich spring lieber weg. Okay, ich habe hier einen Engel. Ich lerne irgendwann noch, nicht zu sterben und vielleicht auf meine Gesundheit zu achten und im Generellen vielleicht einfach besser zu spielen. Mir ist aufgefallen, dass ich offenbar, wenn ich sterbe, da oben rechts bei meiner Abbitteanzeige, quasi die Punkteanzeige, wie viele Seelen ich sozusagen habe oder was auch immer, halt wenn man jetzt Bloodborne oder Dark Souls oder sonst was nimmt, ich sehe das aus irgendeinem Grund, diese Verzweigung, die ich bekomme, wenn ich sterbe, sogar da bei der Punkteanzeige ist. Ich weiß nur nicht genau, was das bedeutet.
Das muss doch auch irgendeinen bestimmten Grund haben, oder? Nein! Okay. Gesundheit. Ich hätte jetzt rein theoretisch auch einfach irgendwie hier so einen Stoß machen können, aber ja. Gut, dass die Entwickler das so gemacht haben, dass wenn der einen angreift, er einem offenbar nicht wohl über den Abgrund kickt. Nein! Nein! Abgrund! Glockner, kannst du mal runterkommen? Ja, es ist ein bisschen zu schnell, was du gerade hier machst. Der ist despawned. Das ist eine nervige Gegend hier gerade. Und das alles wahrscheinlich nur für einen dämlichen Engel, wa? Ich hab das ausweichen können. Okay, cool. Ob ich den Angriff von dem komischen Glöckner hier eigentlich auch parieren könnte? I don't know. Nein! Vorsichtig spielen, Junge. Vorsichtig. Be water, my friend. Wie komme ich denn da rein? Ah, da ist ja schon wieder so eine komische, tödliche Statue da an der Wand. Aber hey, hier ist eine Leiche. Ich ertrage es nicht länger. Dieses Geräusch, dieses Läuten wird auf mich ewig verlangen. Verdammt! Einmal kurz verlesen, schon alles falsch. Egal wohin ich gehe, dies ist meine Strafe. Es wird Zeit, auf die andere Seite dieses verfluchten Traumes zu gelangen. Meinst du das, wo der komische Typ da unten ist? Ah, ich kann es aber nochmal angucken. Dieses Läuten wird mich auf ewig verfolgen. Ach so, das stand da. Warte mal, kann ich das scrollen? Ich kann es nicht scrollen, ne? Nein, das geht automatisch. Schade. Schade, weil so ist ein bisschen doof. Aber okay, wenn man das immer wieder mal angucken kann, ist gut. Triff mich nicht. Okay. So viel zu dem Thema. Okay, hi, da oben ist eine Fähigkeit oder irgendwas anderes. Ciao. Ah, das Sonne ist eine Statue. Friss meine Inbrunst. Och nö. Da habe ich mir schon wieder so ein High Five des Todes kassiert. Langsam aber sicher scheint mir... dass der Tod für mich echt unausweichlich ist. Summer, ich kann doch nicht wirklich so unfähig sein. Weißt du, jemand anderes spielt das Spiel hier gerade auch und kommt besser dann vielleicht zurecht als ich und denkt sich bei dem Video hier bestimmt, what the fuck, Junge, Summer, du kannst doch nicht wirklich so schlecht sein, oder? Und ich muss da wiederum leider beantworten, ich habe keine Ahnung, aber scheinbar wohl doch. Und ich weiß übrigens nicht mehr, was ich vorhin sagen wollte. Das ist nicht so super. Was ich aber noch weiß, was ich sagen wollte, ist, ich weiß nicht so hundertprozentig, warum eigentlich, aber so ein ganz, ganz, ganz klein wenig muss ich bei dem Spiel hier an das SNES-Spiel Super Ghouls and Ghosts oder so ähnlich denken. Ich weiß nicht so richtig, warum, aber aus irgendeinem Grund muss ich daran denken. Ich kill den lieber. Oder halt auch nicht. Ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen muss ich an dieses Spiel denken. Weil einfach, weil die Gegner hier auch teilweise echt an Stellen positioniert sind, wo du dich wirklich einfach um die kümmern musst. Statt einfach nur irgendwelche random Gegner, die einfach da sind, weil sie da halt sein können. Warum sind da eigentlich über mir Fliegen? Haben die irgendeinen bestimmten Grund? Zumindest gehe ich mal davon aus, dass es Fliegen sind. Es sind eigentlich nur ein paar braune, rötlich-orange Pixel. Also, könnte auch ein Fehler sein. Nee, du kriegst meine Inbrunst hier. Gut, dass dein High Five mich verfehlt hat. Ich weiß nicht, wie ich diesen Engel da hinten bekomme.
Die Inbrunst kann ich garantiert nicht benutzen, während ich da an der Wand bin, oder? Das geht bestimmt nicht. Nein! Oh, gut, dass der Boden da war. Na! Nein, aber nicht hier, die Gegner sind die tödlichsten. Meine Unfähigkeit hier ist das Tödlichste. Meine Güte. Was hat mich denn hier oben gekillt? Ach so, die blöde Wand da hinten, ja. Keine Ahnung, wie weit die Inbrunst eigentlich nochmal ging. Ich mach einfach mal. Oh, hat ihn gekillt. Ja, sehr nice. Warum hat er den denn am Anfang nicht gekillt gehabt? Oder generell? Scheinbar heißt ja wohl, eine dieser komischen Inbrunstfähigkeiten reicht aus, um den zu killen. Hm. Vielleicht hat er irgendeinen Tick nicht abbekommen. Kann sein. Scheitelbein von Lasser, was? Scheitelbein von Lasser, dem Inquisitor. Im Gegensatz zu anderen Inquisitoren ließ Lasse den... Ah, der heißt Lasse. Den Delinquenten gegenüber große Milde walten. Er ging sogar so weit, Exekution zu verhindern. Diese Schwäche führte zu seiner Exkommunikation und Verbannung. Ich dachte, hier wäre gar kein Raum. Ach doch, da ist ein Raum. Wo war ich dann vorher drin gewesen? Ich war doch vorher in einem... Ach so, ich war in dem Raum, aber da war ich ja noch nicht nach oben gegangen. Ah, okay, ja, gut, das macht Sinn. Warum ist das hier gerade? Das ist sicher. Ich gehe mal lieber nach unten. Vielleicht ist da ein Speicherpunkt. Das kommt mir nämlich gerade vor wie eine Todesfalle da unten. Das kommt mir vor wie eine Todesfalle. Ich hoffe mal sehr, dass da ein Speicherpunkt ist. Nein, ich habe eine blutende Statue gefunden. Oder ist das eine Toilette? Ich bin mir nicht sicher. Sieht wie beides aus. Wie vom Menoklasset, weißt du? Leere Galle. Ah, hey, hier kann ich das machen. Ja klar, mach mal hin, hier. Das ist eine merkwürdige Statue. Oh hey, dafür ist meine ganze Galle wieder voll. Warum zum Geier trinke ich Galle? Versteh mal einer die Sachen. Nein! Unter mir ist Boden. Und klar, natürlich wird der Glöckner auch wieder mit mir spielen. Ich würde gerne mal ein Bestiarium haben, vor allen Dingen. Damit ich weiß, wie die Gegner hier eigentlich heißen. Ihr habt zwar gesehen, es gibt mittlerweile, interessanterweise, eine Wiki-Seite, wo wohl fast sämtliche Gegner mittlerweile stehen. Ich habe keine Ahnung, aber ob ich diese komischen Namen da eigentlich verwenden kann. Womöglich schon. Nur ich habe keine Ahnung, wie dieser Gegner hier nochmal hieß. Ist da Boden? Da ist Boden. Was ist links von mir? Ah. Und ich könnte rausrutschen, wenn ich will. Stumme Glocke. Jetzt leere Glocke aus Metall. Achso, weil sie nicht mehr läuten kann, oder was? In Gegenwart seltsamer Energien könnte man jedoch schwören, ein leises Läuten zu hören. Gewährt den Träger geringfügigen Schutz gegen magische Angriffe. Ist die komische Glocke theoretisch ein magischer Angriff? I don't know. Hau ich mal rein. Das Herz hat irgendwie bis jetzt nicht wirklich viel gebracht. Soll ja nur quasi mir Abbitte geben, wenn ich irgendwelche Gegenstände zerstöre. Oder Leichen oder sonst wahrscheinlich was. Als er den Raum voller Statuen und Bilder betrat, war er überrascht, unter einem schmutzigen Laken die Marmorfigur eines Mannes zu entdecken, der etwas darzubieten schien. Etwas Glänzendes in seiner kalten Steinhand, das seine Aufmerksamkeit weckte. Eine formlose Frucht, etwa von der Größe eines Apfels, mit einem silbernen Schimmer und von köstlichem Aussehen. Er war hungrig, also nahm er die Frucht. Als er jedoch versuchte, hineinzubeißen, schrie er auf vor Schmerz, denn sie war aus Metall. Verwirrt griff er nach einem Stein, um die Frucht zu zerschmettern. Es entstand ein kleiner Riss, aus dem eine rötliche Flüssigkeit rann.
Ohne zu zögern trank er sie und sie schmeckte nach salzigem Blut. Ja klar, weil hau mal hier so einen Metallapfel rein, wunder dich dann, warum du Zahnschmerzen hast und trink dann das merkwürdige Zeug, was dann aus dem Teil herausrinnt. Was? Die Leute sind hier merkwürdig drauf. Okay, anscheinend muss ich einfach nur eine gewisse Entfernung haben, damit er noch einen extra Tick abbekommt und ich den dann mit einer Inbrunstattacke dann wiederum kill. Wind, geh mal nach links. Danke. Hi, Glöckner. Ach ja, ich kann dich ja gerade nicht killen, stimmt. Du hast ja deine merkwürdigen Invincibility Frames, wenn du spawnst. Also langsam geht's, wenn man ein paar Sachen raus hat. Oh, hier muss ich mit Wind machen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, nicht zwei. Nicht zwei! Nein, nein. Komm hier, Inbrunst. Ja, natürlich, hab nix getroffen. Pulle. Ja, klar. Da. Nö. Wenn beide gleichzeitig sterben, ist auch cool. Okay. Trotzdem bin ich fast tot. Und ich habe das Gefühl, dass ich in den nächsten 2-3 Minuten sterben werde. Blöde Sprungtaste. Na, was haben wir denn hier? Teil eines Grabsteins. Woher willst du wissen, dass es von einem Grabstein ist? Das kann genauso gut einfach nur ein merkwürdig aussehender Kiesel sein oder so. Ach hey, klar! Ich hau mir einen Teil von einem Grabstein mal in meinen Rosenkranz. Warum auch nicht? Teil einer Keramikplatte, die man seltsamerweise auf den schneebedeckten Gipfeln fand. Die Dorfbewohner verließen ihr trockenes Land nur selten, um sich in die Kälte der Berge zu wagen. Aber diese Grabplatte gehörte zweifellos jemanden aus Albero. Das Bruchstück schützt vor Stürzen und verkürzt die Erholungszeit. Was war das nochmal? Geringfügiger Schutz. Ja, nimm mal das mal lieber. Hört sich ein bisschen besser an. Nein, ich wollte die Sage angucken. Man sagt, der Friedhof von Albero sei älter als Albero selbst. Er wurde sogar noch vor dem Bau der Kirche angelegt. Der Friedhof lag isoliert von allen anderen in diesem trockenen, ockerfarbenen Landstrich und galt als unheilvoller Ort. Die Kirche brauchte nicht lange, um das herauszufinden, und man zerstörte die Gräber und verstreute die Überreste auf den Feldern. Damals gründete sich die Bruderschaft des wahren Grabes und machte es sich zur Aufgabe, die Überreste der Toten zu sammeln und ihnen ein zweites Begräbnis zu schenken. Dieses Fragment eines Grabsteins habe ich behalten. Ah ja, als Andenken oder was? Große offene Fläche. Ist hier ein Bosskampf? Hier wird doch gleich was passieren, oder? Wer bist du denn? Sister of mine, a cipher told to you, someone is heading towards the Forbidden Gate. Someone who seeks the purge and excommunication of all that is sacred and rests there. No, no, do not place your doubts on me. I am ready. Deine Rüstung sieht echt schick aus. Bist du ein Paladin? Konvent unserer Dame mit dem verbrannten Antlitz.
Könnt ihr euch echt mal kürzere Namen ausdenken? Was zum Geier bist du für ein Gegner? Sag mal, was ist das denn da für ein Krug? Das war jetzt eigentlich nicht so geplant und noch blöder wär's, wenn dahinter jetzt ein Speicherpunkt gewesen wäre. Hi, geht's denn so? Wie ich da einfach mit den Schwerten rumwedel. Ciao, auf nimmer Wiedersehen. Okay, warum ist dein Crew explodiert und warum ist deine Maske plötzlich zerbrochen? Vor allen Dingen, seit wann hast du eine Maske? Ich dachte, das wäre dein Gesicht. Okay. Ah, ich krieg meine Inputs wieder, oder was? Cool. What the fuck? Was ist das denn für ein Raum? Auf jeden Fall sehe ich da oben Speicherpunkt. Endlich das bekommen, was ich haben wollte. Ja, es war tatsächlich hinter diesem Gegner ein Speicherpunkt. Oh, ne. Mann! Spiel! Warum ärgerst du mich so?